Kiwi, das habe ich mir im Krankenhaus so oft gewünscht. Ich habe so oft an dich denken müssen und mir so viele Archived-Stories von dir angeguckt. Und du bist immer noch so weich. Immer noch so weich bist du. Kiwi, willst du das Intro machen? Guten Morgen, Vegan Savages. Ich bin auch ein kleiner Vegan Savage, Kiwi. Aufstehen! Nur Lust doch! Nur Lust doch! Wir haben große Ziele! Wir müssen die doch erreichen! Gib, ich hab dich nur einen Tag, wir müssen das meiste draus machen. Erstmal shaken. Ach so, du willst wieder. Na, okay. Dann machst du dir mal einen schönen Tag da drunter. Gib, so ein Decken-Junkie. Na, wollen wir nicht einfach rausgehen? Pipi machen? Oh, das kennst du schon. Pipi machen? Pipi machen? Ja, das hat die Tanja die antrainiert, oder? Ja, guten Morgen erstmal. Also, Kiwi, lass uns den Leuten mal erklären, was heute eigentlich abgeht. Ich habe Kiwi heute den ganzen Tag, das heißt, ich hatte sie auch in der Nacht und wir haben so süß gekuschelt, oder? So süß gekuschelt und ich habe endlich wieder. Kiwi, Mama sitzt, Mama sitzt. Du siehst ja aus wie der Boden. Wo ist die Kürbis hin? Wo ist denn die Kürbis hin? Ach, da ist sie. Oh, Kiwi, doch nicht auf meinem Bauch. Du kleine Göre. Bist du eine kleine Göre? Kiwi, ich habe schon Wasser gekocht. Jetzt lassen wir erstmal die Sonne noch rein. Also heute gibt es einen Full Day of Kiwi, wie es ist, mit einem veganen Hund zusammenzuleben. Stimmt, Bild, Kiwi? Perfekt. Jetzt gibt es erstmal Frühstück, denn Tanja hat mir erzählt, Kiwi kriegt die ersten, bevor wir jetzt erstmal rausgehen. Und dann gehen wir eine schöne Runde. Heute ist voll der sonnige Tag im Gleichstreikpark. Ihr fragt euch, hä, veganer Hund, falls ihr neu auf dem Channel seid. Ja, man kann Hunde auch vegan ernähren. Man kann easy alle essentielle Nährstoffe für Hunde vegan decken. Ich bin da überhaupt kein Experte oder so. Ich habe mich damals viel damit auseinandergesetzt, wo ich noch mit Tanja zusammen war und wo Kiwi quasi noch quote-unquote mein oder unser Hund war. Und ich verlinke euch einfach mal ein altes Video, was ich gemacht habe, kurz nachdem wir Kiwi bekommen haben. So, ich brauche dich mal kurz fürs Intro. Wir machen nämlich heute ein Video. Ist der Hund vegan? Ja oder nein? Okay, jetzt darfst du weiterspielen. Bitte keine Fragen über vegane Hundeernährung. Ich will da nicht der Ansprechpartner sein. Ich kann nur sehen, dass Kiwi es super gut geht. Ihre Blutwerte sind on point. Ihr Fell glänzt. Sie hat so viel Energie. Sie ist eine Energiebombe, wie ihr gleich sehen würdet. Sie ist so süß verkuschelt. Sie ist super sozial. Wirklich alles perfekt. Bist du der perfekte Hund? Ja, komm mal her. Bist du der perfekte Hund? Juschnitzi! Yes, Nietzsche! Ja, ich bin ein bisschen weird, wenn ich mit Kiwi rede. Tanja und ich, wir nennen sie mal Schnitzel. Oh, die Belly Rubs. Das fühlt sich gut an, oder? Aber du kriegst jetzt Frühstück. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Tanja hat mir. Ah ja, und Kiwi ist ein Mädel. Wie ihr an dem pinken Geschirr. Also, ich meine, das heißt ja nichts unschwer erkennen könnt. Denn seit wann können die Jungs nicht pink tragen, oder? Oh, du Süße! Mach mal süß. Platz, sitz, dreh dich, links rum, sitz, Männchen, du bist ja der perfekte Hund, Körbchen, und jetzt bin ich gespannt, wo sie hingeht. Körbchen, Körbchen, na Kiwi, komm mal, hier, Körbchen, Körbchen. Es tut mir leid, Kiwi, es tut mir leid, ich bin echt ein kleiner. Kleiner Arsch. Oh! Ja! Du bist ja so. No, keine Belly Rubs, mach dir jetzt lieber Frühstück. Aber so gut hast du, ja? Das heißt dein Körbchen. Verstehe. Okay, die Sonne scheint hier ein bisschen kritisch rein. In Kiwis Beutel, der kein Plastik ist, keine Angst, irgendwie Maisstärke oder so, 100% biologisch abbaubar. Da sind ihr Trockenfutter drin, was sie als Essen bekommt. Das tun wir einfach hier rein. Ich habe mir überlegt, sie kriegt noch ein paar gefrorene Erbsen, ein paar gefrorene Blaubeeren, kommt dann heißes Wasser drüber, dann ist es nicht mehr gefroren, sondern schön warm. Boah, so viele Kiwi. Und das ist einfach so Kartoffeln, Linsen, Gemüse und so weiter, mega gesund, alles, was der Hund braucht. Da habe ich mir überlegt, bekommt sie noch ein paar Hanfsamen, ein paar Haferflocken, dann hat es so ein bisschen Porridge-Style.
und nochmal extra Protein und Crunch. Soy Krispies. Oh mein Gott, Kiwi, ohne Scheiß. Das würde ich auch, naja, ich habe ihre Kibbles mal probiert. Die schmecken jetzt nicht so lecker. Aber es zeigt einfach so, wollt ihr wirklich essen, was nicht vegane Hunde essen? Dieses scheiß Fertigfutter? Das ist so eklig, das sind einfach die Reste der Massentierhaltung. Und das hier, diese Kibbles, die sind halt jetzt nicht so krass gewürzt oder so, aber es sind halt einfach Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Gemüse. So, es ist echt sehr nährstoffreich und kann man easy essen. So, ist jetzt halt, wie gesagt, nicht so gewürzt, aber so normales Hundefutter, da kriegt man ja das Kotzen. Und dementsprechend riecht der Hund auch so aus dem Maul. Und dementsprechend riecht die kleine Kübsel so gut aus dem Mund. Kiwi, wir lassen es jetzt noch so ein bisschen soaken, dann ist es noch leckerer, glaub mir. Und ich trinke hier in der Zeit meine heiße Schoki mit meinem Kaffee. Einfach mal einen Liter am Morgen. Aber heute geht es hier nicht um meine Routine, sondern um Kiwis. Und das gönnen wir uns jetzt, Kiwi. Und dann gehen wir raus. Und wenn wir wiederkommen vom Spaziergang, Kiwi, ein Osterpaket von meiner Mom. Ich weiß, Ostern ist vorbei, kam ein bisschen spät, Corona und so. Aber das machen wir dann auf und schauen, was meine Mom, der Osterhase, geschenkt im Paket gepackt hat. Best deutsche Satz. Ja, magst du das haben? Ja, dann musst du auch was sagen, Kiwi. Muss ich auch was sagen, Kiwi? Bäh? Bäh? Oh, das war ein Ja, oder? Warte. Oh, das sieht so lecker schmeckt aus. Und frei. Oh, yummy. Ja, genießt es. Und die Hamsamen, die Erbsen, ne? Oh, der Crunch, die Soy Krispies, Kiwi. Bist du ein Koro-gesponserter Dog? Denn ihr wisst ja, viele meiner Staples, also sprich Grundnahrungsmittel, bekomme ich von Koro Drogerie, 5% Vegans 5. Und wo wir schon beim Housekeeping sind bei der Werbung, mein Supplement-Sponsor Vivo Life, ist da ein Produkt, was man nicht sehen darf? Nein, perfekt. So schnell bist du also. So eine Sauerei machst du? Wir sollen das sauber machen. Da muss mir die Tanja, ach so, die darf hier nicht vorbeikommen. Muss ich das, ach, das leckt die sich ja sauber. Perfekt. Ja, damit ich lecker schmecke. Ha? Danach kommt jemand und bedankt sich. So, oh, danke, dass du mir Essen gemacht hast. Voll lieb, Kiwi, gerne. Wie so gut erzogen ist. Irgendwie erinnert mich Kiwi an einen Drachen, vom Kopf her. An einen Drachen und an Dobby. Wir haben hier mal ein T-Shirt angezogen. Ich weiß nicht, ob ich das... Oh, wie sie so viel Liebe. Ich weiß nicht, ob ich das Bild noch finde. Aber da sah sie eins zu eins aus wie Dobby. Kiwi, du bist ein Mix aus einem Drachen und Hauself Dobby. Oh, so viel Liebe. So viel lieb. Und Kiwi, ich trinke noch die heiße Schoki aus. Und dann gehen wir raus. Okay? Du Drache. Okay. Hier. Ja, fein. So, Schnitzel und ich, wir sind draußen und mir fällt gerade ein, das Video damals, was ich gemacht habe zu Kiwi, zu veganen Hunden, da war es hier noch ein Welpe und viele meiner alten Videos sind ja auch privat, aber ich glaube, das Video, was ich an dem nächsten Tag oder einer der nächsten Tage gemacht habe, wo wir sie bekommen haben mit 3 Monaten, ist online. Falls so, verlinke ich es euch hier oben und nonetheless roll ich euch jetzt einen Clip, sorry für das Denglisch. Willst du was Süßes sehen? Wie ist ihr Name? Unser neuer Hund. Weg! Dann kann man hier runternehmen. So. Sie ist drin angeleint. Hey, kleiner Maas. Damit. Ach, Welpen. So süß. Was würde man nur geben, einen Tag oder eine Woche oder auch nur eine Stunde oder einen Moment wieder den Welpen zu haben. Und es geht so schnell vorbei. Deswegen, wenn ihr einen Welpen habt, genießt jede Sekunde, macht so viele Bilder, macht so viele Videos, wie zum Beispiel das hier. Meine Mitbewohner Julian und Philipp haben Kiwi auf mein Laufband Treadmill Desk gepackt, also auf mein Laufband. Und ja, Kiwi war so, ich bin doch nur süß. Wir gehen jetzt zu unseren Schrebergärten, beziehungsweise wir sind schon da. Und Hunde können so verdammt gut riechen, wie ihr vermutlich wisst. Und was ich so interessant finde, sie können auch riechen,
wie gesund der andere Hund ist. By sniffing scent glands on another dog's bottom, they check its identity as well as its diet, health and emotional state. Isst du ein bisschen Hasenscheiße? Lecker, hm? Ist das deine Vitaminpille? Dein B12? Ja, das kriegst du auch in deinem Futter. Okay, komm. Das heißt, stellt euch mal vor, wir könnten das. Ich könnte euch am Arsch riechen und wüsste, wie gesund ihr seid. So jeder Hund ist quasi schon ein ausgebildeter Arzt. Bist du der Corona-Spürhund? Könntest du riechen, ob ich Corona habe? Heißt es? Was heißt das? Gib, jetzt machst du mir aber Angst. Und dann ignorierst du mich noch. Hä? Oh, du bist ja so eine Hübsche. Okay, komm. Wir gehen hier lang. Wo bist du denn? Na, da bist du ja. Also macht mir gerade so Spaß, mal wieder zu vloggen. Wie ihr wisst, habe ich ja früher sehr viel gevloggt. Daily Vlogs, das ganze Jahr 2019 auf Englisch. Und nach dem Krankenhaus habe ich quasi nie so gevloggt, sondern es waren alles eigentlich andere Videos, die ich so gebracht habe. Aber Vloggen macht mir halt extrem Spaß. Und deswegen bedanke ich mich bei Kiwi, die mir einfach den Arschtritt gegeben hat, wieder mal einen Vlog zu machen. Heute geht es zwar um sie, aber wenn der Vlog gut ankommt, kann ich mir gut vorstellen, ja, was auch immer euch interessiert, den Vlog auf irgendwas zu fokussieren. Obwohl, ich habe ja letztens auf meinem englischen Channel, kann man das einen Vlog nennen, meine Morgenroutine abgefilmt. Ja, man, Step by Step. Aber wenn ich nach München fahre, dann werde ich auf jeden Fall einen Vlog machen, wie ich wieder nach Hause komme und das dokumentieren, wie ich nach Österreich fahre und wie ich trainiere und meine Trends, alles halt, worauf ich Bock habe. Follow your highest excitement. Die Frage ist jetzt, excited es uns mehr nach rechts oder links zu gehen? Wir lassen Kiwi entscheiden. Kiwi. Und frei. Jetzt, du Schnüfflerin. Sag, ob wir nach links oder rechts gehen sollen. Hui, 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 hui. Und frei. Kiwi, such. Ja. Geh doch mal nach links oder rechts. Na, such. 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 Na, du bist so ein gut erzogener Hund, dass du einfach auf mich wartest. Okay, ich nehme dir die Entscheidung ab. Wir gehen einfach hier lang. Oh ja, hier ist auch so ein cooles Graffiti oder Street Art. Kiwi, das zeige ich dir. Komm. Na, du Schnüfflerin, okay. Was riecht er denn so gut? Oh, das Blatt muss man ablecken. Kiwi, das ist so eklig. Da hat auch ein Hund hingepinkelt. Hunde sind echt eklig. So süß, aber eklig. Also, was ich dir zeigen wollte. Schau mal. Ist es nicht ein cooles Street Art? Ich weiß zwar nicht, geschichtlich oder historisch welche Zeit. Aber hier die Leute mit den Schildern. Interessiert sich so wenig. Na gut, dann scheiß drauf. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that heart. So, jetzt machen wir das Osterpaket von meiner Mom auf. Wo ist denn die Mausi? Aber die kommt eh, wenn ich das Paket öffne, dann kommt die Kiwi immer. Wusste ich doch, dass du angedackelt kommst. Komm mal hier. Komm mal in Frame. Hier? Bist du im Frame? Ja, fein, bist du im Frame. So, da lang. Oh, ein Bild vom Jakob. Eine Karte von meiner Mom, die lese ich später. Oh, wow. Oh, wow. Wer soll denn das alles essen, Mami? Wer soll denn das alles essen? Jetzt besonders, wo ich nach München fahre. Oh, wow, eine Zero-Waste-Seife. Was zum Kuckuck? Ich glaube, der Mann von meiner Schwester, der ist gerade so im Marmeladen-Mode und hat hier anscheinend so eine Kiwi-Marmelade gemacht. Aber ja, muss ich meine Mama fragen, was das ist. Aber wow, vielen lieben Dank. Okay, also so ganz viel Knabbereien, Snacks oder so Fertiggerichte. Okay, ich will jetzt nicht das ganze Video damit blockieren. Oh, zartbitter Hafercookies. Mami, Mami, aber wer soll denn das alles essen? Ich kann auch nicht meine Freunde sehen. Gartenkresse. Ah, nochmal Shoutouts an DM. Die haben auch vegane Hasen, vegane Schokohasen. Wow, wow, wow. Und so weiter. Ganz viel Bars hier unten noch. Falls ihr schon mal gefragt habt, wie das perfekte Product Placement aussieht. Genau so. So süß. Da will man nur alles kaufen. Kaufe jetzt. Nein, kauft nichts. Kauft, was ihr wollt. Aber am meisten freue ich mich über die Geste. Danke, Mami.
Okay, Uwe, ich muss Pakete abholen. Bei der Packstation. Willst du mitkommen? Ja, klar. Aber weißt du, was ich hier für dich habe? Diese Teile fährt Kiwi so ab. Das sind so vegane Kausticks aus, ich glaube, hauptsächlich Süßkartoffeln. Aber das muss ich die Maus erstmal verdienen. Ja, geh mal ein bisschen zurück. Sitz. Hier, Pfötchen. Anderes Pfötchen. Platz. Gut. Platz. Okay. Platz. Rolle. Super, super. Komm her, komm her. Down Dog. Die Maus überhaupt im Frame? Geht so. Ja, und frei. Ja, fein, genieße es. Und dann gehen wir los. Ich glaube, meine Resistant-Bänder sind angekommen, Kiwi. Dann können wir ein deutsches Video machen, wie man einfach mit Resistant-Bändern, so wie dem hier, aber das hier ist halt nur eine Stärke und ich habe jetzt so ein Set mit verschiedenen Stärken und das kann ich halt nur für... Boah, es ist so crunchy, Alter. Alter, da habe ich auch Bock drauf. Das klingt ja richtig lecker. Und damit kann ich halt nur bestimmte Übungen mit einem bestimmten Schweregrad machen, deswegen habe ich so ein Set. Und wenn ihr Bock habt auf so ein Video, dann schreibt in die Kommentare. Und was habe ich gemacht? Ich war mega produktiv. Gerade ich habe 2 Recipe-Videos abgefilmt. Ja, wo ist der Stick hin? Ist der weg? Na, dann gehen wir jetzt los. Na komm. Einmal durch die Beine. Na, durch die Beine. Ja, so ist vorhin. Kleine Zimtschnecke. Sitz. Hat die Zimt? Und das ist jetzt... Das ist jetzt die Zimtschnecke. Muss ich jetzt wieder Danke sagen? Ja, doch gerne. Komm mal hier. Ja, Freund. Ja, kleiner Wedler. Ja, komm mal nochmal durch. Na, komm nochmal durch. Kürbschle. Durch die Beine durch. Ja, super. Ja, super. Zimtschnecke, 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 Zimtschnecke. Ja, ja. Zimtschnecke ist es. Oh, aber nicht pinkeln, okay? Du bist nämlich immer zu excited. Wie siehst du aus? Wie eine süße Zimtschnecke. Okay, jetzt aber raus hier. Weißt du, was ich mich frage? Was das ist? Ein selbstgebauter Drachen, aber mit einer Mülltüte. Fliegt echt super und sieht aus wie eine Wurst. Okay, auf dem Weg zur Packstation gehen wir in den kleinen Hundepark hier im Kleisi. Mal schauen, ob da andere Hunde sind. Mal schauen, ob Kiwi Madame Lust hat zu spielen. Ist nichts Aufregendes, nur so ein Mini-Hundepark. Auch nicht besonders schön. Aber da es direkt auf dem Weg liegt, schauen wir mal rein. Aber wo ein ganz toller Hundepark ist, hier in Berlin, ist am Tempelhofer Feld sogar 2, glaube ich. Riesengroß. Und schön mit Wiese und so viele Hunde. Und habe ich schon gesagt, riesengroß? Habe ich schon gesagt. Aber wenn ihr einen Hund habt, Tempelhofer Feld, check's mal. Der Osterhase nochmal. 3 Pakete. Kannst du mal kurz darauf aufpassen? Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt kannst du es bitte alles einmal nehmen. Hier, nimm mal den Mund. Da bist du so ein feiner Hund. Okay, wenigstens zerbeißt du es nicht. Kiwi hatte gerade so eine super Idee. Sie meinte, hey, du bist so todessohr von deinen Trainings und die Sonne scheint so mega schön. Wollen wir uns nicht einfach in die Sonne chillen? Da oben, wo niemand ist. Du ziehst dein T-Shirt aus und bedeckst deine Wunde. Und dann können wir einfach ein bisschen in der Sonne chillen. Kiwi, super Plan. Machen wir. Hier oben hat Kiwi was entdeckt. Hier sind wir hinter der Bio-Company. Achtung, Bienen bei der Arbeit. Das sind einfach Bienenstöcke. Hier ist die Bio-Company. Ups. Und hier ist Fit One, was ich zutiefst vermisse. Ich meine, es ist ja alles da, die Geräte, aber es ist einfach zu. Und es ist keine Öffnung in Sicht. Kiwi, wo sind wir hier eigentlich? Wo wollen wir uns denn hier hinstellen? Wo hast du mich hingebracht? Ich wusste gar nicht, dass hier ein Weg ist. Aber dank dir erkunde ich meinen Bezirk wieder mal ganz aufs Neue. Hier wollen wir chillen. Na, wieso eigentlich nicht? Ach, Fit One. Manchmal frage ich mich, ob das Gym mich auch zurückvermisst. Ja, ja. Kürbsel. Wieso ist hier ein Weg so? Und jetzt? Na, und jetzt? Die Leute... Ah, das ist so eine Abkürzung, aber die ist schon hardcore. Also hier runter ist nicht ohne. Alles klar, die Leute, die so ganz schnell zur Bio-Company wollen, die haben sich hier eine Abkürzung gebaut. Der Schnitzel hat wirklich die besten Ideen. Sie meinte, hey, mach die Leine einfach hier so an deinem Rucksack. Dann kannst du einfach entspannt spazieren mit beiden Händen frei. Okay,
Evi hat einfach die besten Ideen. Oh, was für ein Winkel. Der Kiwi-Ego-Shooter-Winkel. Und wir machen Sit. Und wir gehen weiter. So eine Feine bist du. So fein gehst du neben mir her. So fein bist du. Du bist ja ganz fein. Du bist ja ganz fein. Kleiner Dackel. Dieser Spaziergang ist so idyllisch. Kurzes Update, ich habe Kiwi hier festgebunden und sie ist hier beschäftigt und kraut sich einen ab. Ich habe meinen Bauch abgeklebt und habe jetzt Bock, ein bisschen Yoga in der Sonne zu machen, denn ich bin so sore und will mich ein bisschen stretchen. Und ja, wir verbringen jetzt hier schöne 20 Minuten und dann ist der Ast weg. Findet Walter, findet Kiwi. Damals wie heute, Kiwi hat sich nicht geändert. Ihr Lieblingsplatz an heißen Tagen oder warmen Tagen ist immer noch vor der Badewanne. Da liegt ja ein Hund in meinem Badezimmer. Das ist nicht Kiwis Essen, das ist meins. Kiwi wünschte, aber Kiwi kriegt was von meinem Gemüsesnack und Kiwi. Soll ich es nochmal erzählen? Ich habe es doch schon so oft gesagt. Einfach Karotten. Gute 3, 4, vielleicht auch 5 Minuten in die Mikrowelle. Wird so süß und cremig. Und Karotten sind so lecker, einfach ein gesunder Gemüsesnack. Ja, da hat jeder Bock auf Gemüse, glaub mir. Du denkst so, oh, Karotten voll langweilig, aber die werden so süß und cremig. Das schmeckt einfach wie, ja, so lecker, wie eine Süßigkeit. Und ich habe noch eine Zucchini, die wird jetzt nicht so lecker, also ich liebe Zucchinis. Macht immer mal mit Karotten, vertraut mir einfach. Whatever it takes to eat more vegetables, wie Michael Kreger sagt. Noch eine willst du? Ist so lecker, oder? Na gut. Du gierige Göre. Das musst du doch genießen. Aber du machst richtig. Du bist obsessed mit deinen Vegetables. Ha? Hab gerade angefangen zu schneiden, bin jetzt schon bei 10 Minuten. Deswegen bringen wir das Video schnell zu Ende. Kiwi bekommt jetzt noch ihr Abendessen. Die kriegt 2-mal am Tag Essen. Das Abendessen sind einfach wieder die Kibbles. Und ich tue ihr ein paar Sachen dazu. Jetzt ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Hefeflocken und so. Und dann muss ich sie auch schon wieder zurückbringen zu Tanja. Okay, das war ein Tag mit Kiwi. Ich fand's mega schön. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und einen kleinen Einblick. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace. Das geht doch so nicht. Tschüpp. So ist besser. Peace out. Na, ich war das schon ganz süß, oder? Na, was machst denn du jetzt mit dem Märchen? Ja. So ist gut. Peace out.